dann werden junge Männer angesprochen, weil ihr den Bösen überwunden habt. Und dann heißt es auch in Vers 14, ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Ein Vers, der mir dazu einfällt, ist Jakobus 4, Vers 7. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Wir sollen uns Gott unterwerfen, dem Teufel widerstehen, so flieht er von uns. Und wie machen wir das? Wie widerstehen wir dem Teufel? Wie hat Jesus Christus dem Teufel widerstanden in Matthäus Kapitel 4? Indem er Gottes Wort gesagt hat. Weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Natürlich, hier ist das Ding. Wir sagen nicht als Christen, weiche Satan, okay? Das ist etwas, was Jesus gesagt hat. Jesus ist der Sohn Gottes, er hat mehr Macht als wir. Ja, ich würde sowas nicht in den Mund nehmen. Aber was wir daraus lernen aus Matthäus Kapitel 4 ist eben, dass wir dem Teufel widerstehen können durch Gottes Wort. Und das ist auch, was die Bibel lehrt in Jakobus 4, Vers 7. So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Wenn wir dem Teufel widerstehen, dann haben wir die Zusage, dass er von uns flieht. Das ist eine ziemlich große Zusage. Und das hängt eben gut damit zusammen mit dem Thema hier junge Männer, ja, die Gottes Wort in sich haben, die stark sind. Was ist ein Attribut von jungen Männern? Dass sie eben stark sind. Ja, sie haben noch jugendliche Stärke. Weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Wie können wir den Bösen überwinden, den Teufel widerstehen? Dadurch, dass Gottes Wort in uns bleibt. Ja, Gottes Wort auswendig lernen, das wäre das Allerbeste. Und dadurch werden wir stark sein. Siehst du, echte Stärke ist nicht unbedingt ins Fitnessstudio zu gehen. Echte Stärke haben wir eigentlich nur, wenn wir wirklich im Geist wandeln. Denn hier ist das Ding. In unserem Fleisch tun wir grundsätzlich das, was eigentlich gegen uns geht, was uns traurig machen wird, was uns schwach machen wird, was negativ ist im Allgemeinen. Beispiel. Ein Mann, der im Fleisch wandelt, der wird keine Verantwortung übernehmen. Und das würde ihn gleichzeitig unglücklich machen. Aber ein Mann, der im Geist wandelt, der wird dadurch Verantwortung übernehmen. Was schwierig ist, Verantwortung zu übernehmen, aber das ist, was einen Mann eben auch glücklich macht. Ja, Verantwortung zu übernehmen, Leitung zu übernehmen, das ist schwierig. Wenn wir im Fleisch wandeln dagegen, dann tun wir das, was uns eben gerade nicht gut tut. Wir denken aber in unserem Fleisch, ja, dass wir es dann leichter haben, dass wir es besser haben. Das ist nicht der Fall. Echte Stärke ist es eben, sich selbst zu verleugnen, im Geist zu wandeln. Und ja, dadurch werden wir stark sein, dass wir im Geist wandeln, den Bösen überwinden. Vers 15, habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Da können wir wieder zu Vers 5 zurückgehen. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Darin erkennen wir, dass wir in ihm sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will Gott lieben. Ich will den Herrn wirklich lieben, ihm nachfolgen und als junger Mann stark sein, ja, dass Gottes Wort in mir bleibt, dass ich Gottes Gebote halte. Und da dürfen wir aber nicht die Welt lieb haben. Denn es passt nicht beides zusammen. Wenn du die Welt lieb hast, dann ist die Liebe des Vaters nicht in dir. Du kannst nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Du kannst nicht mit einem Bein in der Welt stehen, mit dem anderen irgendwie versuchen, dem Herrn zu dienen. Das würde nicht funktionieren.